Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Video soll den Titel haben Road 200. Nee, mit dem Englisch, das ist... nochmal. Ha! Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Dieses Video soll den Titel haben Straße zu 100. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Dieses Video soll den Titel haben Der Weg zu 100. Auch nicht viel besser, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein. Was heißt das? Was soll dieser Titel? Das seht ihr nach dem Intro. Oh, das passt. Das passt. Doppelpiece. Ja, ich bin hier in meinem Schuppen und ich war schon mal in meinem Schuppen. Da habe ich damals die Liegestützen-Challenge mitgemacht, wo ich diese ach so unsauberen Liegestützen gemacht habe. Für manche waren sie okay. Da war ja das Ziel, 1000 Liegestützen innerhalb von einer Stunde, habe ich Noob natürlich nicht geschafft. Aber es waren immerhin 610. Kann man für so ein untrainiertes Stück Fett, kann man das schon lassen. Ich bin ein bisschen beim Abnehmen, habe jetzt schon 4 Kilo runter, auch wenn man es nicht sieht. Das ist, liegt daran, dass es Breitband ist hier, Breitbild. Und ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Und zwar gibt es ein Video vom Herrn Lüning. Kennt jeder, also denke ich mal. Der meinen Kanal anschaut, sollte den auf jeden Fall kennen. Der hat momentan 118.000 Abonnenten. Oi, da ist noch viel Arbeit hin. Aber er macht das ja, glaube ich, schon über 6 Jahre und hat auch schon über 1000 Videos. Ist ja klar, dass das mit so einem kleinen Kanal wie bei mir wahrscheinlich nie der Fall sein wird. Ist auch egal. Und zwar veröffentlicht am 26.12.2018. Das heißt, ein bisschen über ein Jahr alt. Und da ging es darum, dass der Herr Lüning damals gesagt hat, er machte dieses, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, EMS-Training oder so, so dieses Elektronik-Training. Und da ist es ein leichtes 100 Kilo bei der Bank zu drücken. Oh, deswegen auch Road 200 oder Weg zu 100 im Altdeutschen. Und ja, er hat dann im Endeffekt irgendwann aufgegeben. Er wollte sich nicht verletzen, er hat auch nicht die Zeit dazu zum Trainieren, aber die, dieser Ausspruch, 100 Kilo drücken auf der Bank, sollte kein Problem sein, war dann trotzdem ein Problem. Ist auch nicht schlimm, aber ich habe mir damals gedacht, ich probiere es selber mal aus. Sind 100 Kilo möglich? Ich trainiere immer so zweimal, dreimal die Woche. Wobei ich jetzt nicht ganz fest trainiere und auch nicht so richtig permanent und nur so diese Disco-Pump-Training-Sessions mache. Ich bin kein Disco-Pumper, weil ich nicht in die Disco gehe. Nicht mehr, das ist schon lang her. Für mich ist es im Endeffekt jetzt erst einmal so wichtig gewesen, mich darauf vorzubereiten. Ich habe es noch nie gemacht, diese 100. Ich weiß, was ich druck. Aber es sind bis jetzt noch keine 100 gewesen und vielleicht probieren wir das jetzt mal aus. Soll es was werden, ist es wunderbar. Soll es nichts werden, ist es für mich Ansporn, weiterzumachen. So, vorher natürlich warm machen, das ist klar. Hier ist mein Equipment. Sieht ein bisschen unprofessionell aus, ist es auch. Aber so bin ich. Ich bin hier in meinem Schuppen, das ist so ein Anbau vom Carport. Hier zieht es durch und es ist nicht dicht und ich habe hier da hinten, kann ich mal kurz zeigen eventuell, hier hinten
habe ich einen Mitbewohner, und zwar ist das ein Gartenschläfer. Kann ich mal ein Bild reinmachen? Ein Gartenschläfer. Und der macht mir nichts, der schaut mir oft einmal beim Trainieren so und denkt sich, lass es sein, tu da nichts. Der kriegt von mir immer wieder mal ein bisschen so Erdnussdinger, die letzten hat er auch schon weggefuttert, sehr schön. Im Frühling fleckt er wieder raus. Ja, weil dann braucht er mir hier nichts vollpinkeln. Dann soll er im Garten schlafen, nicht im Carport schuppen. Das heißt, ich mache mich hier immer warm, habe hier mein YouTube, schaue mir YouTube an nebenbei und so weiter. Und werde jetzt mal schauen, wie es funktioniert. Werde euch auch zeigen, wie viel Kilo ich dann drauf habe, dass das ja ganz sauber verläuft und keiner sagen kann, das sind gefaked. Wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde es mal probieren. So, und jetzt warm machen, da müsst ihr nicht dabei sein, weil das erspare ich euch. So, bisschen warm gemacht, bin aber noch nicht fertig. So, ich hole euch jetzt nämlich bloß mal, huch, gar nicht so einfach. Ich will euch jetzt kurz mal zeigen, um was es geht und wie das hier alles ausschaut. Und zwar habe ich hier, Moment, mache ich anders. So, hier ist ja mein Folterwerkzeug. Ich habe ja Langhantel mit ja, Gewichten dran. Ich habe die Gewichte und die Hantelstange mal gewogen. Und obwohl das eigentlich jetzt keine teure Gewichte sind, sind sie erstaunlich genau. Da geht es wirklich um Gramm, die ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. 10 Kilo Gewicht hat halt dann 9,98 und die nächste hat dann 10,04 oder so. Also die sind sehr, sehr, also verhältnismäßig genau. Genormt sind sie natürlich nicht. Und die Stange hier, die hat ein Gewicht von 10 Kilo und die hat sie sogar genau. 10,0 noch irgendwas. Also da bin ich jetzt eigentlich sehr überrascht, dass das so genau ist für den Preis. So, hier habe ich dann noch Ersatzteile, weil ich mache mich ja immer warm. Ich habe verschiedene Gewichte schon gedrückt. Ich mache normalerweise immer das sogenannte 1040er Training, das kann ich euch dann auch mal zeigen. Mit weniger Gewichte, dafür langsamer. So, was habe ich jetzt drauf? Ich habe hier 20 Kilo drauf und 10 Kilo macht 30 Kilo und 30 Kilo machen 60 und dann noch 10 Kilo die Stange. So, warm gemacht habe ich mich vorher schon. Das ist immer das Problem, weil hier ist ja trotzdem verhältnismäßig kühl und deswegen muss ich mich auch hier warm anziehen, dass das nicht so schnell wieder abkühlt. So, also 70. Jetzt kommen 5 Kilo noch jeweils drauf. Thank you.
So, jetzt haben wir ja 80 drauf. Jetzt kommen jeweils nochmal 5 dazu. Das werde ich jetzt 5-mal probieren. Und dann muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Wird schon schwerer. So, jetzt habe ich noch 10 Kilo insgesamt. Au! Das sind jeweils... Hau ich mir den Kopf da an, hey, Lacko mio. Das sind jeweils 2,5 Kilo Scheiben, kann man es sehen. Ich glaube schon, oder? Das sind 4 Stück noch. Macht summa summarum 10 Kilo. Der Nachbar wieder mit seinem Diesel vorbei. Ich bin ihm gar nicht mehr gewohnt, das Geräusch. Schauen wir mal. Das war jetzt öfter, als ich gedacht habe. Bin ein bisschen überrascht. So, jetzt kommen nochmal 2,5 Kilo jeweils drauf. Und hört schon. Wir haben hier die 20er. Nochmal 10 Kilo. 30. 35, 40. 42,5. 45. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau die gleichen. Also 90 Kilo plus 10 Kilo die Stange. Sollte man 100 Kilo allein drücken? Eigentlich nicht. Wenn jetzt viele sagen, oh, das ist gefährlich, weil wenn es auskommt oder wenn es runterfällt, wenn die Kraft nicht ausreicht, kann man sich schwerst verletzen. Vor allem, wenn es dann Richtung Gurgel geht und das Ding runterknallt, dann meine ich, liegt man hier länger, bis einer einfindet. Das ist wahrscheinlich auch das Thema, warum ich hier, wenn ich allein bin, und ich bin eigentlich grundsätzlich allein, nie auf Höchstgewicht gehe, weil ich mich einfach nicht traue, wenn ich allein bin. Besser ist, wenn einer hinten da hinten steht und dir halt einfach helfen kann. Gerade beim Rausdrücken und wieder beim Einlegen. Weil wenn man auf Höchstleistung geht, dann konzentriert man sich nicht mehr aufs Einlegen, weil dann kann man schon mal vorbeilegen und dann fällt die ganze runter und dann hat man keine Kraft mehr zum Gegenhalten und das wird schwer. Wenn es mir mal wirklich zu schwer wird, kann ich mir auf die Brust setzen, das geht noch. Und dann kann ich mit Kippbewegungen die einzelnen Gewichte wieder runterkippen. Das habe ich schon mal probiert, das geht. Aber naja, also. Road 200, also Straße 200 quasi. Sieht man meinen Bauch eigentlich? Nee, oder? Passt. Schauen wir mal. Einmal ist das Ziel.
Wow. Bin überrascht. Sehr sogar. Huiuiui. Ja, bin etwas überrascht. Die 100 gingen 5 Mal. Der letzte war schon sehr anstrengend, aber so soll es ja auch sein. Soll ja auch nicht irgendwie ein Kaffeekränzchen sein oder Teekränzchen. Bin persönlich überrascht, habe ich noch nie gemacht. Finde ich toll, ihr wart live dabei, live. Was bleibt mir jetzt zu sagen? Horst Lüning hat gesagt, dass man mit diesem EMS-Training seinen Körper definitiv besser trainieren kann, als nur mit Eisen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich noch nie probiert. Ich habe hier auch noch, wenn das Wetter schlecht ist, habe ich hier meinen Cross-Trainer, mit dem ich ein bisschen Kondition steige. Habe hier noch ein paar andere Sachen, Klimmzugstange und so weiter. Ich mache dann auch Kniebeugen, wobei mir die Knie dann schon sehr beugen. Sie hören sich nicht besonders gut an. Dementsprechend mache ich das mit wenig Gewicht, aber saubere Übungen. Und Walken, also Nordic Walken, weil Laufen mit meinem Gewicht mit 100 Kilo ist auch nicht so toll. Aber ich muss sagen, da bin ich jetzt etwas überrascht. Erst einmal danke an den Herrn Lüning, weil ich sonst wahrscheinlich nie drauf kommen wäre. Und freut mich persönlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nichts mit E, aber gut. Trotzdem interessant für den einen oder anderen. Wenn ich was falsch gemacht habe, schreibt es unten rein. Wenn ich was richtig gemacht habe, schreibt es auch unten rein. Und ich werde jetzt nochmal ein paar Gewichte bestellen müssen, weil... Servus, sagt Locker. Euer Fokker.